Prost, Peter. Mit dir saufe ich am liebsten. Ja, freilich. Ach, so mag ich's. Ich schufte und rackert mich ab und der alte Esel sitzt in der Stummherrin, sauft am Bauern seinen Schnaps und ratzt seine Ziegen. Du, gell, den alten möchte ich mir verbieten. Der Esel ist mir wurscht. Ja. Der Esel sauft ja keinen Schnaps. So frech ist nur er auf. Ja. Ich will nicht wissen, wo vom Vier nochmal, dass du noch nie den Kopf geworfen hast. Ja. Kannst du also langsam aufhören. Ja, weil es stimmt. Das wäre nämlich eine Beleidigung. Aber für die Bier, wenn ich es mit dir vergleiche. Ach so. Gut, dass die Zeitung da ist. Kann ich gleich nachschauen, ob ich schon wieder was gefunden hab. Mein Gott, jetzt geht die alte Leier schon wieder los. Ja, Peter, wer hat schon? Was? Peter, ich hab schon wieder gefunden. Haut schon. Mein Gott, jede Woche machst du das gleiche Theater. Jetzt kannst du schon langsam aufhören mit den Schmarrn da. Warum? Stimmt das vielleicht nicht? Schau ja. Ich hab für 5 Mark getippt. Und da ich den Schein nicht aufgegeben hab, hab ich also 5 Mark gewonnen. Und ich hab das Gefühl, dass du total blemblem bist. Was heißt da blemblem? Blemblem bist schon du. Zahl dir jede Woche 5 Mark und gewonnen hast noch nie was. Nicht einmal einen Dreier. Hm. Also bin ich der stolze Gewinner von 5 Mark. Du bist der Blöde wie immer. Geh, rutsch mir doch durch den Buckel runter. Mach dir doch nichts draus, Peter. Es muss auch solche wie dich geben. Von was darf denn sonst der Staat leben, gell? Lass mir doch mal in Ruhe. Was ist, schmeckt's? Ah, der reißt ab wie ein Scharingel. Was du kannst, kann ich schon lang. Hey, hey, hey. Prost, Peter. Prost. Und wie ist er? Oh, gut ist er. Sag mal, spinnst jetzt du? Jetzt reicht's auch noch. Hey, Bauer, hast du was vergessen? Was bist du jetzt so der Schrocker? Du gemeiner Mensch, du gemeiner. Es hätte ja sein können, dass der Bauer noch was vergessen hat, ja, oder? Ja. Aber mit sowas macht man eben keinen Spaß, nicht? Mhm. Du, Peter, jetzt erzähl mir mal, wie ist denn das eigentlich zugegangen da mit dem Urlaub von unsere Bauersleute? Ja, das ist doch ganz einfach zum Verstehen. Ja, ich versteh's halt einfach nicht. Erklär mir's halt du. Ja, jetzt hab ich mir schon gedacht, dass du das aufs erste Mal nicht begreifst. Also pass auf, das war auch so. Unser Bauer hat sich endlich entschlossen, in Urlaub zu fahren. Ja, bis jetzt hat er sich nie dazu aufraffen können, weil er immer Angst gehabt hat, wenn er den Hof und das Viech mit dir allein lässt. Ja, weil ich glaub, ohne einer geht's nicht, gell? Richtig. Und da ist sein Bruder, der Bürgermeister, gekommen und hat ihm folgenden Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, setz doch einfach eine Annonce in die Zeitung, tausche Bauernhof gegen ein paar Bauernhof samt Arbeit gegen 8 Tage Urlaub in der Stadt. Mhm. Und das hat unserem Bauern so gefallen, dass er gleich ein Inserat in einer Münchner Zeitung aufgegeben hat. Mhm. Ja, und dann hat er gewartet, bis jemand gemeldet. Ja, und hat sich jemand gemeldet? Ja, gerade nur haben sie gemeldet. Mhm. Wer kommt dann jetzt? Wer kommt? Mhm. Ich glaube, irgend so ein Münchner Ehepaar. Er ist, glaube ich, ein Ingenieur und sie ist eine Schullehrerin. Ja, und die Tochter studiert. Die möchte Tierärztin werden. Da kannst du dann gleich behandeln lassen. Und die sollen heute daherkommen? Na, Freilich, die müssen jeden Moment da sein. Die fahren sofort in der Stadt drin weg, wenn unsere Leute in die Stadt reinkommen. Also, wir sind keine Minute mehr sicher. Jetzt hör deine blöde Sauferei da auf und schau, dass du in die Kirchen rauskommst und riech was zum Essen her. Die werden Hunger haben, wenn sie kommen. Ja, freilich. Sollen die vielleicht schon was zum Essen kriegen, bevor sie was gearbeitet haben? Das sind ja ganz neue Methoden. Jetzt halt keine Volksreden und schau, dass du weiterkommst. Ja, wer tut denn da die Arbeit einteilen? Hä? Das mach ich. Und wer weckt mich in der Früh auf? Mach auch ich. Oh, 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 jetzt kommen lausige Zeiten. Ja, du hast ja keine Ahnung, was ich für ein guter Aufwecker und Anschaffer bin. Du? Ja, du sag einmal, stimmt das eigentlich, was die Leute sagen? Was? Dass du nackt schlafst. Also so ein Blödsinn. Ja, gescheiter sei ich in Urlaub. Ja, da bist du spät dran. Weil ich kann keinen Urlaubsschein mehr ausstellen und der Bauer ist schon weg. Also, er ist schon weg. Ja, ja, so ist recht. Kaum ist der Bauer aus dem Haus, tanzen die Mais auf den Tisch, gell? Ja, aber ist der erste Aufpasser schon da? Komm, geh mal. Nein, bleibt's noch da, gell? Ich hab mit euch was Wichtiges zu besprechen. Was denn? Bürgermeister? Was? Möchtest du weiter rauchen? Ja. Mir wär schlecht.
Sag mal, seit wann rackst denn du, hä? Oh, schon lang. Ja, das macht. Oh, bringt's mir einen Kiebel, mir wird übel. Das macht's nur aus Neid, weißt du, was ich vergund? Und meinen Schnaps sauft's auch. Hast du das gehört? Seinen Schnaps, Bürgermeister. Seinen Schnaps. Angeber! Ja, jetzt hört's mir mal zu, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich auch nicht. Ne? Mei, ist mir schlecht. Also pass auf, mein Bruder, der will, dass ihr mit den Stadtleuten ein bisschen Geduld habt. Mhm. Die meiste Arbeit ist ja schon getan, nicht? Ja. Mhm. Das letzte Heirei bringen, wenn's weder mitspielt, das Vieh betreuen, Stall und Hof in Ordnung halten, das können alles die Stadtleute machen. Mhm. Und da das für euch eine große Belastung ist, das Zigarrenrauchen und die Schnapsaufen, also hat mein Bruder beschlossen, euch zusätzlich 500 Mark im Monat zu geben. Aber er muss sich auf euch verlassen können, gell? Ah, ja. Oh, für 500 Mark verlasse ich alles. Was? Was? Ich meine, mag ich alles. Das werden wir dann schon machen, gell? Ja, und wer hat dann da das Kommando? Ja, das ist alles mit dem Peter besprochen worden, gell? Also, so viel ich weiß, hat der Peter im Stall und außer Haus voll die Verantwortung. Ja. Und du, Anna, du tragst im Haus die Verantwortung, gell? Ja, hast du am Tragen nur. Ja. Zu mir sagt er, er war in den 8 Tagen der Posto. Mhm. Also, es gehört, im Haus bin ich der Chef. Und alles, was draußen passiert, geht dir nicht so, gell? So, jetzt wisst ihr es und jetzt lasst euch nicht länger aufhalten, gell? Die Gäste können jeden Moment kommen. Ja. Und der Arbeit lasse ich mich gerne aufhalten. Ja. Oh, ist mir schlecht. Du, wer kocht denn das Essen? Da, hörst du das? Mischen sich schon wieder in Angelegenheiten rein, die haben überhaupt nichts so gegangen. Oh. Hä? Oh. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Ja, Peter. So was sollte man halt auch nicht machen, wenn man es nicht vertragt, gell? Ja, ja, die sauft ja nur aus lauter Teig, gell? Dir dafür nicht. Du, pass auf, Peter. Mein Bruder hat mich beauftragt, dir nahezulegen, dass die Woche nicht gestritten wird. Nicht gestritten? Nein. Die ganze Woche? Nein. Mit der Anna auch nicht? Nein. Das wird das Schwerste von dir eine Woche. Geh zu. Geh weiter, ihr seid doch erwachsene Leute und keine kleinen Kinder nicht mehr. Du wirst doch nicht behaupten, dass kleine Kinder mehr streiten wie Erwachsene. Das geht ja gar nicht. Die Kindheit ist ja so kurz und die Erwachsenen streiten das ganze Leben lang. Da ist auch was Wahres dran, ja? Ich möchte gehorsamst melden, dass unser landwirtschaftliches Hilfspersonal so eben eingetroffen ist. Mit einem Mercedes. Ah, ja. Den Traktor sind die uns auch nicht gefahren, gell? So, dann werde ich im Namen von meinem Bruder und im Namen der Gemeinde die Gäste recht herzlich willkommen heißen, gell? Ja, dann sagst du dir von uns auch herzlich willkommen, dann brauchen wir nicht machen. Was? Ja. Halt dich aber kurz, gell, mit deiner Ansprache. Weil so viel ich weiß, sind die in der ersten Woche zum Arbeiten da. Und in der zweiten Woche können sie dann feiern. So viel ich verstanden hab, gell. Ja, da kannst du deine Ansprache halten, so viel du willst, gell. Also, mach's kurz oder hol ich mir arbeiten. Oh, du frechst, nur du frechst. Da geh weiter, hast du eine Zigarre. Na, bitte nimmer. Da. Jetzt muss ich da mal schauen, was uns die da für vier Gläsen da geschickt haben. Ja. Oh. Ah, da hinten. Oh, schau mal hin. Schau mal hin. Du schau mal, was die mir auf was für einen Haufen Graffi dabei haben. Oh, Peter, die haben aber nie die Absicht, viel zu arbeiten. Ja. Ja, die brauchen das Zeug wahrscheinlich hernach für die 8 Tage Urlaub. Weil die kriegen es nämlich für das, dass sie 8 Tage gearbeitet haben. Ja, dann müssen sie aber in der ersten Woche fleißig arbeiten. Ja. Ich meine, damit sie in der zweiten Woche dann fressen und saufen können. Ja, schau mal da. Oh, schau. Es geht der Bürgermeister mit den Zweiten. Ein Stein über? Ja. Oh, oh. Schau mal die Jung, was die für einen Haufen Klumpen aus dem Auto ausgezahlt. Ja, du, jetzt sie ist auch die Jung, du. Oh, oh. Und mein Gott, ist das ein sauberes Mädel. Eine wunderbare Architektur hat die. Da sieht man erst mit Waffen Klumpen, dass man verkehren muss, gell? Ja, die bin ich noch die reinste Schönheitskönigin. Ja, das stimmt. Was? Ja, ich meine, das stimmt, dass du eine Schönheitskönigin bist. Im Stall draußen, Miss Kuh. Oh, du gemeiner Mensch, du gemeiner, du. Peter, schau mal. Was? Die haben einen Fernseher dabei. Ja, glauben denn die vielleicht mein Leben auf dem Mond? Da seid ihr froh, dass sie einen Fernseher dabei haben. Da brauchen wir uns auch denen nicht richten. Da können wir die so schauen, was wir wollen. Hast du auch wieder recht? Ja, hab immer recht. Oh. Ach, schau mal, das Haufen Club, die jeder ziehen kann. Also, wenn die glauben, dass ich das ganze Club da in Kammern aufzieht, dann war das eine Täuschung. Peter. Ich werde ganz einfach sagen. Gern, gnädige Frau. Was?
Du wirst ganz einfach sagen, gern, gnädige Frau. Kennst mich aber schlecht. Eben, so, weil ich dich kenne. Ach, guten Tag, oder? Ich bin mal grüß Gott. Ja, hab ich die Ehre beieinander. Ja, auch. Hey, du. Bauer, so bist du narrisch geworden. Ja, sag halt auch was. Hä? Ja, grüß Gott, so ist es zum. Ach so. Guten Tag. Ach, würden Sie bitte so freundlich sein und meiner Tochter mit dem Gepäck helfen, ja? Gern, gnädige Frau. Ja, was hab ich gesagt? Oh, gern nicht, gnädige Frau, aber in Gottes Namen, nein, wenn es sein muss. Aber, euer Mann. So, Frau Falkenstein, das war die Anna, unser guter Hausgeist. Ja. Und das ist der Peter, unser Verwalter. Ah, Verwalter. Verwalter ist ein bisschen zu hochtrabend. Ja, sonst, wenn wir allein sind, dann redet er mit mir wie mit einem ordinären Knecht. Frau Frankenstein. Nein, Falkenstein, bitteschön. Ach so, ja, das werde ich mir nie merken, Peter, wahrscheinlich. Ich schau jetzt einmal noch her, ich hoffe nicht, dass der da allein nicht reinbringt, gell? Ja. Also, bis später, gell? Aha. Tja, Frau Falkenstein, der Peter ist ja immer ein bisschen zum Spaßen aufgelegt, wissen Sie? Ach so. Aber mich müssen Sie jetzt entschuldigen, gell? Ich muss mich leider verabschieden. Wenn Sie irgendwas brauchen, der Peter und die Anna sind immer für Sie da. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Das Telefon steht in der Küche. Ach ja, und das Telefon, das ist frei benutzbar. Natürlich, alles ist frei benutzbar, nur ich nicht, gell? Fühlen Sie sich ganz wie bei Ihnen zu Hause. Ja, danke. Ja, Anna, was ist jetzt los? Geh weiter, Brotzeit brauchen wir für die Leute. Freilich, ich muss erst das ganze Club da in Kammer offizieren. Siehst du nicht, dass ich aufgepackt bin wie ein Kamel? Schon in der Bibel steht, die schweren Lasten luden sie auf die Kamele. Hm. Ja. Mir sagst du aber doppelt so viel dran. Was ist denn? Hört sie mal! Also da. Sie müssen sich entschuldigen, Frau Falkenstein, hier ist etwas schlecht geworden. Sie hat sich am Magen verdorben, gell? So. Wenn Sie etwas Platz nehmen wollen. Vielleicht sollte das Fräulein besser einen Arzt aufsuchen. Ja, das glaube ich ist nicht notwendig. Na, ich meine, wenn sie ausfahren sollte, die fällt nicht aus, keine Angst. Ja, was hat's denn da alles fallen lassen? Herr Kitz. Sie sagen's einmal, haben Sie ein eigenes Klo dabei, oder? Was ist, Fräulein? Geht's mir da ein bisschen besser? Ja, ja. Alles in der Toilette. So, und jetzt gibt es eine zünftige Brotzeit, gell? Warum gibt der wohl da und das? Ja, der bimmelt für mich bitte auch kein Essen. Ja, Sie wissen ja, es ist wegen meiner Linie. Aber Frau Falkenstein, da besteht doch bei Ihnen wirklich keine Gefahr. Und soviel ich weiß, gibt es heute noch zünftige Hausmannskost. Oh. Nicht wahr, Anna? Ja, das stimmt. Eine zünftige Hausmannskost gibt. Ja, ja. Aber bei dieser Hausmannskost, da muss man erst einmal richtig arbeiten. Denn nur beim Hinschauen, wo nichts tut, liegt es einem schwer im Magen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Herr Bürgermeister. Na, Sie passen's auf. Hm? Ja, deine Koffer habe ich in einer Zimmer eingestellt. Ganz hinten, die linke Tür, gell? Ah, danke schön, Herr Peter, danke. Soll ich Ihnen da noch was rausgeben, Frau Dragula? Also, Frau Falkenstein, Sie müssen schon entschuldigen. Das hat die Anna nicht so gemeint. Die meint es nicht so böse, ne? Ja, aber jetzt entschuldigen Sie bitte mich. Ich muss mich jetzt wirklich frisch machen. Ja, ja. Wir sehen uns ja jetzt in nächster Zeit etwas öfter, ne? Meine Frau will Sie übrigens zum Abendessen einladen. Wir sind nämlich schon neugierig, wie es Ihnen bei der Urlaubsvertretung geht. Wieso denn das? Ich finde, es sollte jeder auf sich selbst aufpassen. Also das ist wirklich nicht bös gemeint. Sie müssen nämlich wissen, das ist das erste Mal, dass bei uns im Dorf Bauernsleute in der Stadt Urlaub machen. Und wenn das klappt, dann glaube ich, werden mehrere Bauernsleute diese Möglichkeit, Urlaub zu machen, in Kauf nehmen. Ja, das glaube ich auch. Und ich bin einer der Ersten, der sich für so eine Urlaubsvertretung anmeldet, falls Ihnen nach 8 Tagen die Bauernsarbeit nicht so schwer werden sollte. Mhm. Ja, dann werden wir auch den Bürgermeister vertreten. Was? Aber das macht meine Frau. Aha. Im Regieren ist sie die Beste. Ja, aber so weit wird es bestimmt nicht kommen, mein Schatz. Wissen Sie, Herr Bürgermeister,
Ich war ja gegen diese Art von Urlaub. Aber mein Mann und meine Tochter waren dafür. Also musste ich mich der Mehrheit fügen. Aber mein Schatz, nächstes Jahr fahren wir ganz sicher wieder ans Meer. So sicher ist es auch nicht. Doch, ich weiß es jetzt schon. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Herr Bürgermeister. Geht's hier rauf zu unseren Zimmern? Ja, da gehen's die Stiege gehen's ganz rauf. Den Gang ganz hinterer, links das erste Zimmer ist Ihr Zimmer und gegenüber das Zimmer Ihrer Tochter. Soll ich Sie begleiten? Nein, danke. Ich werde schon finden, Herr Bürgermeister. Ja. Also, auf Wiedersehen. Wiederschauen, Frau Falkenstein, und nochmals guten Einstand. Dankeschön. Ja. So, Herr Ingenieur, jetzt trinken wir einen Schnaps, gell? Okay? Ja, gehen Sie her. Jetzt. Ja, danke. So. Auf Ihr Wohl und Ihnen auch einen guten Einstand. Danke. Ach, Sie her? Das ist bei der letzte Schnaps in die nächsten 8, okay? Den Alkohol bei der Arbeit ist auf einem Bahnhof nicht sehr gefragt. So, danke. Dann weiß ich ja Bescheid. Also, Herr Bürgermeister, wir sehen uns jetzt öfters. Ja. Auf Wiedersehen, bis später. Ja, Herr Ingenieur, und Ihnen auch noch einen guten Einstand, ne? Danke, wird schon werden. Ja, schaff Zeiten, das ist doch ein Kreuz mit dir. Kannst denn du dein Mundwerk nicht im Zaum halten? Doch, wie ich mag schon. Ja, die Gnädigste wird jetzt schauen gegangen sein, ob ihre Linie noch in Ordnung ist. Nein, danke, Sie wissen ja meine Linie. Na, warte noch. Auf der Linie werde ich schon schauen. Die werde ich so umeinander lassen, dass du bei der ersten Mal gleich ein paar Kilo verlieren wirst. Wenn die glaubt, dass ich ihr Bedienerin bin, war das eine Täuschung. Ja, sonst noch was. Die wäre froh sein, wenn die eine Woche wieder vorbei ist. Du, die andere schon eine gute. Auwe, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn man mit sich selber redet. So hat es beim König Ludwig auch angefangen. Da ist er an Starnberger See reingewandert, bis er nicht mehr Stehkinder hat. Hört er was weh, oder? Weil's wahr ist. Ja, hast du das Haufen Klumpzeug gesehen, was die dabei haben? Ja. Die haben wirklich nicht die Absicht, viel zu arbeiten. Mei, aber die werden in der ersten Woche so einspannen, dass die froh sind, wenn sie dann die Erholungswoche haben. Ja, bitte. Und stell dir vor, keinen Pfennig Trinkgeld haben sie mir da lassen für diese ganze Schlepperei. Ist doch allerhand, oder? Na, so schlimm war das eh mit der Schlepperei bei dir. Warum? Ja, du hast alles fallen lassen, der Erin, wie das Kind und Dreck. Mal, weil man halt schlecht geworden ist. Also, ich hab schon was gekriegt. Was? Du hast was gekriegt, bitte. Ja, das ist eine Gemeinheit. Weißt du was, da gehört bei die eine Hälfte mir, dass du das weißt. Ja, du hast eigentlich recht. Eine Hälfte gehört dir, ja. Ehrlich? Ja. Mein Peterli, ich hab ja gewusst, dass du ein anständiger Kerl bist. Bin ich, ja. Erzähl halt, was hast du gekriegt. Hä? Was soll denn das? Die Hälfte von dem Händedruck, wo ich gekriegt hab. Ach ja, schaff Zeiten. Lass mich, du halb so dratzen musst. Also, Peter, ich muss sagen, du hast wirklich recht gehabt, dass wir die Sterrenlage nicht auf das Zimmer raufgetragen haben. Ja? Da steht eine viel größere um. Mhm. Mein Gott, und eine riesen Plattensammlung. Also, ich hab zwar nicht gerade wenig Platten, aber so viel hab ich bei Weitem nicht. So, ja, Reisen, hätte das Club auch noch schleppen müssen. Es verschwindet in die Küchhasse, du was zum Essen her. Ich hab Hunger. Ja, verfressener Lackel, verfressener. Du, da gefällt dir die Stereoanlage. Mei, du, die ist eine Wucht. Ja, das ist meine, gell? Ehrlich? Ja, die nehmen die Anna und ich aber her. Wir üben auf Nacht immer Wucki-Wucki, weißt du, dass wir am Fasching folgen können, gell? So macht man das. Ich schau jetzt einmal noch ein Essen, dass wir was kriegen, gell? Ja, hast schon recht. Also. Wirklich ein schönes Anwesen. Mei, das wird einmal Urlaub so ganz nach meinem Geschmack. Aber Portion Vertrauen gehört da schon dazu, alles in fremde Hände zu legen. Und wenn es ja nur 8 Tage sind. Aber an Stadtmenschen, die eigentlich von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung haben. Naja, dann warten wir es einmal ab, was dabei rauskommt. Nein, glaub das Gott. Du meinst wirklich, dass wir das alles schaffen? Ja. Ich meine die Arbeit hier am Hof. Ja, natürlich. Leicht wird's nicht. Aber wie sagt ein altes Sprichwort? Frisch gewagt. Ist halb gewonnen. Richtig. Das war so eine Schnapsidee von euch. Also mir gefällt's jetzt schon hier. Aber mir nicht. Und diese Dienstboten sind ja schrecklich, so primitiv. Okay, Mama. So schlimm sind sie auch wieder nicht, wie du tust. Nein, sag ich. Diese Anna allein ist schon schlimm genug.
Mein Gott, warum habe ich mich nur drauf eingelassen? Ach, weißt du, Helene, was haben wir bis jetzt gehabt? Jedes Jahr irgendwo auf Rhodos oder in Italien am Strand gelegen und haben uns gelangweilt. Ja, richtig. Ich nicht. Ja, mitunter. Jetzt probieren wir es einmal auf dem Bauernhof. Hm? 8 Tage Arbeit, das tut uns doch gut. Ja. Und frische Luft haben wir auch. Kein Tennis und keine Gymnastik. Na, und die Moni, die muss halt mal ohne ihre Diskothek auskommen. Oh, na, gar nicht. Ich habe eine super Stereoanlage auf meinem Zimmer. Darf ich bitte aussprechen? Bitte. Danke. Und nächste Woche schauen wir uns unser Bayernland an. Mhm. Ja, und wenn das Wetter wirklich nicht mitspielt, dann können wir doch noch immer in Urlaub fahren. Ich hab doch 4 Wochen. Und ihr habt Ferien. Ja, da kann doch gar nicht schiefgehen. Na, das werden wir dann schon sehen. Ich glaube, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Bitte? So. Ja, na und, Fräulein, wie geht's jetzt weiter? Was? Mein Mann meint, was wir jetzt zu tun haben. Ja, arbeiten halt, dazu seid ihr doch herkommen, oder? Ja, aber wir wissen auch nicht, was, wie und wo zum Gott. Ja, Mama, bitte schön. Also, Sie sind am Bäder unterstellt. Mhm. Ja? Ja, auf was warten Sie noch? Der Bäder ist draußen im Stall. Gehen Sie jetzt einen Gang entlang, hinten links ist Millikammer, da hängt einer Stall gewandt. Zu Befehl, Herr Feldwebel. Kehrt Marsch. Also. Der begreift wenigstens schnell. Also, hören Sie aber auf! Ja. Sie und das Dirndl sind mir unterstellt. Arbeit haben wir jede Menge, braucht's keine Angst nicht haben. Und? Muss ich mich dazu umziehen? Von mir aus nicht. Wenn einer das Kleidl da nicht schad ist zum Saustör ausmisten, können Sie es ruhig umhalten. Das ist nämlich die erste Arbeit da bei uns auf dem Hof. Ja, der Bäder zeigt Ihnen dann, wo der Fackelstall ist. Ja, haben Sie gehört, wo das Millikammerl ist? Da ist eine Stallwand drin. Saustall ausmisten. Danke! Bitte! So, und du gehst jetzt mit mir in die Küche. Wir müssen nämlich das Essen aufwärmen, das wo uns die Bäuerin vorgekocht hat. Ja, also, Arbeit haben wir jede Menge. Brauchst du keine, dann geh weiter. Jetzt ein Abflug in die Küche. Marsch, marsch. Wenn du jetzt glaubst, ich sag jawohl, Frau Feldwebel, dann hast du dich gewaltig getäuscht. Ja, aber. Sag mal, Anna, warum bist denn du eigentlich so böse auf uns? Bin ich das? Ja, und das passt gar nicht zu dir. Schau mal, du bist doch da am Hof angestellt. Als Haushälterin oder als Wirtschafterin. Ist eigentlich ganz egal, als was. Jetzt stell dir mal vor, deine Bauersleute würden mit dir genauso umspringen wie du mit uns jetzt. Ich bin überzeugt davon, dass du keine Momente auf dem Hof verbringen würdest. Sag einmal, möchtest du, dass wir gehen? Möchtest du, dass deine Bauersleute den Urlaub abbrechen und vorzeitig heimfahren, nur weil sie mir mit dir nicht aushalten? Möchtest du das, Anna? Ja, aber ich hab... Na also, dann sind wir uns jetzt einig. Und jetzt geh ich da in die Küche aus und mach das Essen warm. Möchtest du das, Anna? Im Kühlschrank da alles steht. Puff. Die hat's mir aber jetzt sauber gegeben. Aber ich muss sagen, wo sie recht hat, hat's recht. Mein Gott, da sollten Schuhe sein. Ich kann gar nicht laufen damit. Sie Gnädigste? Ja, Gnädigste. Das passt jetzt zu mir. Wie zu einer Kuh Hennenfedern. Sie Gnädigste, ich wollte nur sagen, das mit dem Saustall. Ich meine, mit dem Schweinestall ausmisten, das mache ich selber. Gehen Sie zu einer Tochter in Küchen aus und helfen Sie derer. So, warum jetzt auf einmal? Weißt du wohl und damit fertig. Ja, dann werde ich Ihnen was sagen, Gnädigste. Mir wurde von Ihnen befohlen, diesen Saustall auszumisten. Wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, bitte, bitte, dann ist das Ihre Sache. Ich weiß, was ich will. Und das ist jetzt den Saustall ausmisten. Ja. Was soll jetzt hier mit dem Fetzen da? Aber ich muss sagen, die Frau gefällt mir. Ja, die hat so einen guten Standpunkt. Respekt mal so. Ja, jetzt steht's 1:0 für Sie, gell? Ja, aber jetzt muss ich schauen, dass ich was zum Essen herrichte. Weil die fällt ja um bei der schweren Arbeit da. Der P.
Peter hat gesagt, erst wird zu Abend gegessen, dann wird der Stall sauber gemacht und dann ist Feierabend. Nein, mir wurde befohlen, den Schweinestall auszumisten, das mache ich jetzt. Ach, lass doch, ich gebe dem Peter ein Trinkgeld, dann macht er doch die Dreckarbeit. Ich mache meine Arbeit selbst. Aber daheim magst du das nie. Ja, so gut ich kann halt. Du, ich lass mir nicht vorwerfen, dass jemand für mich arbeiten oder bezahlen hat müssen. Und so bleibt es die ganze Woche, ist das klar? Ja, sag einmal, ja. Ja, so kenn ich dich ja gar nicht. Ja, mein Kurtchen, da wird's aber höchste Zeit, dass du mich so kennenlernst. Schatz, du bist großartig. Ihr könnt so bleiben. Die Jungen, die arbeiten und die Alten schmusen darin umeinander. Vorsichtig, nur keine unüberlegten Äußerungen, ja? Warum seid ihr denn eigentlich ihr nicht an der Arbeit, die euch angeschaffen worden ist? Weil der Peter gesagt hat, zuerst wird gegessen und dann kommt die Stallarbeit. Und dann ist endlich Feierabend. Ja, weißt Moni, und da wir zwei Anschaffer haben, befolgen wir jenen Auftrag, der uns angenehmer erscheint. Nur keine Angst, wir werden unseren Mann schon stellen. Was, du? Papa, besser wärst, du würdest sagen, wir würden unsere Frau stellen. Sehr richtig, Moni, sehr richtig. Ja, jetzt könnt ihr leicht frech werden, ihr seid ja in der Überzahl. Ja. Peter, ist er gekommen? So, okay, die Bauersleute haben angerufen, sie lassen euch schon grüßen, gell? Danke. Setzt euch hin, sie essen werden gleich kommen. Angerufen. Um Gottes Willen. Was hast du denn? Mein Gott. Was ist? Mir fällt gerade ein, dass ich zu Hause unser Telefon abgesperrt habe. Ja, na und? Mein Gott, ist mir das jetzt peinlich. Jetzt müssen die Leute, wenn sie telefonieren wollen, in die Post oder die Telefonzelle gehen. Mhm. Schon sehr peinlich. Weißt du, wir können hier alles frei benutzen. Wir sollen uns wie zu Hause fühlen. Hier ist alles offen, nichts abgesperrt. Und die Leute dürfen nicht mal unser Telefon benutzen. Und ich, Rindvieh, hab den Weinkeller abgesperrt. Das schaut dir ähnlich, ja. Ja, Sie wissen ja nichts davon. Aber anständig war das auch nicht gerade. Also, ich habe gar nichts abgesperrt und ich habe auch einige wertvolle Dinge auf meinem Zimmer. Na ja, jetzt ist schon passiert. Jetzt kann man es auch nicht mehr rückgängig machen, oder? Du weißt was, Kurt? Am besten ist, wir rufen zu Hause an. Ja, wir sagen ihnen, wo die Schlüssel aufbewahrt sind. Gute Idee. Wird sofort erledigt. Bleib sitzen, Papa. Das ist schon erledigt. Was? Ja, ganz einfach. Ich habe auf mein Zimmer, auf dem Bett, wo der Junge schlafen wird, ein Kuvert hinterlegt. Mit beiden Schlüsseln und der Nachricht, dass ihnen alles zur Verfügung steht. Ja, aber das ist doch... Siehst du, Kurt, von der Jugend können wir noch manches lernen. Meinst du nicht auch? Ja, gut, wenn ihr meint, dann habt ihr halt recht. Ganz ja, bestimmt, Papa. Seid ihr schon beim Pferdwerden, oder? Ja. Oh, sauber. Also, ich passe es auf, Frau Dings, dass ich sitze auf meinem Platz. Ach so, entschuldigen Sie bitte, Herr Peter. So, jetzt hat das erste Mal die Suppe meine Spezialität von der Bayerin. Ja. Also nein, danke, Fräulein Anna, aber ich esse keine Suppe. Ja, bei uns wird aber das Gessen, was auf den Tisch kommt. Das ist ja einmal der Brauch, oder? Hä? Sie sitzen auf meinem Platz. Ja, zum Himmel, Donner, weiter, wo darf ich denn nun sitzen? Das ist mir wurscht, jedenfalls nicht mit meinem. Die passen auf, das ist doch ganz einfach bei uns. Bei uns sitzt der Bauer immer in der Mitte, das ist in dem Fall der Herr Falkenstein. Die Bäuerin sitzt rechts von ihm, das sind Sie. Und auf der linken Seite sitzt immer der Bauer, das bist du. Was bin ich? Ich meine, der vertrittst dich natürlich. Ach so. Und die Anna und ich, wir sitzen auf unsere gewohnten Plätze. Genau. Danke. So. Was merkst du denn? Auf! Ja, vielleicht möchte der Oberknecht da aufstehen und das Tischgebet sprechen, hä? Das habe ich noch nie gemacht. Ab heute wird's eben mal so gemacht. Ja, die Leute aus der Stadt sollen das auch mal lernen. Einmal am Tag an den lieben Herrgott zu denken. Also. Lass euch von der, die schikanieren, sitzt euch hier und isst euch Suppe, sonst wär's kalt. Da hat die Anna gar nicht so unrecht. Also auf! Doch, hörst du das, du Obergescheiter? Ja, schon auf Zeit, nicht einmal beim Essen hat man seine Ruhe. Ah. Wie geht's denn überhaupt da?
Himmlischer Vater. Himmlischer Vater, segne uns Speis und Trank, die wir durch deine große Güte erhalten haben. Gib uns Gnade und Gedeih, dass es zu deinem Lobe gereichen möge. Amen. Mahlzeit. Amen. 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 Mahlzeit. Einen guten. Guten Appetit. Herr Peter. Was? Geht das bitte etwas stiller? Warum? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, Herrschaftszeiten, bin ich nicht der Einzige, der wo auf ist schon. Die flackern alle noch im Bett. Ich bin der Einzige da auf dem Hof, der wo arbeitet. Aber die werden nicht helfen, die Schuhe jetzt da. Hey! Wer will das aufstehen? Was heißt da, was brüllen Sie denn so? Was, dass ich wegen der Oberkreiner zum Aufweg einsteige, oder? Da kann man doch etwas freundlicher sagen. Was heißt da freundlich? Fürs freundlich sein werde ich nicht zahlt. Ich werde fürs Arbeit gezahlt. Da raus aus den Fiedern jetzt da. Guten Morgen, Bernand. Oh. Nur erst einmal meine morschen Gelenke ein bisschen auf Vordermann bringen. Sonst geht da gar nichts. So. Wenn die gnädige Dame nicht gleich im Küchenhaus holen oder Frühstück herrichten, dann hol ich einen Wasserschlauch und spritz dich aus, gell? Ja. Ist klar. Du bist ein ganz ein gemeiner Sadist. Was bin ich? Schützt mir ein Kübel Wasser ins Bett, damit ich leicht aufstehe. Das ganze Bett ist jetzt nass. Aber das soll ich daheim, verlass dich drauf. Ja, dann kannst du wenigstens sagen, du hast auch mal in einem Wasserbett geschlafen. Pass auf, wenn du das Frühstück hergerichtet hast, gehst du auf und wächst da drum noch mal auf. Und besonders bei der Jungen, bei der haben wir jetzt ganz fies klopfen. Die hat mir überhaupt keine Antwort nicht gegeben. Du hast mir gar nichts zum Sagen. Weil im Haus bin ich der Chef. Du gemeiner Wasserschütter. Aber, das Wasserbad, das verzeiht sie mir nie. Komm, Peter. Ja, da bist du schon auf, Dirndl, hä? Ja, ich war ja schon beim Joggen, du, und das war herrlich. Ja, was machst du? Laufen. Hä? Das ja nicht schon. Ach so, ja. Du, pass auf. Wenn's deinen Vater trifft, ja? Sagst du ihm, ich warte einen Stall draus auf ihm. Ja. Sagst du ihm einen schönen Gruß von mir. Ja. Ich fühle mich einsam beim Arbeiten. Ich werde es Papa ausrichten, wenn ich mal wieder triff. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Das geht überhaupt nicht. So ein Schmarrn. Moin! Morgen, Anna! Du bin ich die Erste heute. Außer uns ist noch niemand auf. Aha. Kann ich dir was helfen? Ja, das Frühstück muss hergerichtet werden, weil sonst gibt's bloß wieder recht einen Krach, wenn sie rechtzeitig fertig ist. Also richt den Tisch her, marsch, marsch. Ja, das mach ich doch gern. Da muss doch was drin sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Radio. Morgen. Guten Morgen, Papa. Hast du gut geschlafen? Schlecht. Nur schlechter als wieder heim. Oh. Ich glaube, ich war viel zu mit zum Schlafen. Aha. Mir tut jeder Knochen einzeln weh. Du sitzt am verkehrten Platz. Bitte? Ach so. Und außerdem wartet der Bäder im Stall auf dich, soll ich dir sagen. Sei doch so nett und schau, wo meine Zeitung bleibt. Ja, aber. Na bitte, geh schon. Du weißt, dass ich in der Früh meine Zeitung haben muss. Ja, na also. Aber. Anna? Ja, was gibt's denn? Anna, mein Papa hätte ganz gern die Zeitung. Wer ist in der Zeitung? Nein, er ist nicht in der Zeitung. Er hätte ganz gern die Zeitung. Weißt du, bei uns ist es so,
kein Frühstück ohne Zeitung. Sie passen Sie mal auf, Herr Ingenieur. Die Zeitung können Sie in der Mittagspause auch lesen. Ja, jetzt wird gearbeitet. Gehen wir, gehen wir. Ja, das Viech muss gefüttert werden. Der Peter war der schon draußen im Stall auf einer. Ja, die Viecher können sie es doch nicht selber nehmen, wenn sie im Stall sind. Ja, die müssen schon warten, bis sie uns Menschen einfällt, ihnen was zu bringen. Also Abflug in den Stall. Ja, und nach der Stallarbeit gibt es anständiges Frühstück. Zuerst kommt das Vieh und dann der Mensch. So ist bei uns halt einmal der Brauch. Und zieh einmal den kreisligen Mantel aus. Da wird ja der Stier wohl. Da wäre ja der Stier wohl, wenn Sie einen Stein auskämen. Also, an diesen Ton muss ich mich erst gewöhnen. So sollte einer meiner Leute mit mir reden. Ja, das wäre bequem was zum Herrn. Komische Ansichten haben diese Leute. Erst das Vieh und dann der Mensch. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ja, bist du schon fertig? Ja, siehst du. Von mir aus kann's losgehen. Ja, ich muss erst die Stahlarbeit machen und ja, dann bekomme ich Frühstück. So? Ja, und die Zeitung, die gibt's erst Mittag. Ja! Erst das Vieh und dann der Mensch, sagt die heilige Anna. Idee und nicht die meine, Gott sei Dank. Aber ich glaube, seine Begeisterung ist schon langsam am Schwinden. Mein Gott, hab ich Kreuzschmerzen. Richtigen Muskelkater. Es war aber auch wirklich hart. Nach dem Abendessen noch die ganze Stallarbeit machen. Und dieser Gestank. Der geht mir die ganze Nacht nicht mehr aus der Nase. Aber da hilft's nichts. Hart bleiben und durch. Meine Familie darf ja nicht merken, wie schwer mir das alles fällt. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen. Sag mal, du bist schon auf. Ja. Was wohnt schon einsatzfähig? Ja. Alle Achtung. Und jetzt freue ich mich auf einen guten Kaffee. Weißt du, trotz diesem Gestank ist mir der Appetit überhaupt nicht vergangen. Ja, aber da wird schlecht ausschauen. Die Einstellung der Leute da am Hof ist nämlich zuerst das Vieh und dann der Mensch. Ja, das habe ich gerade schon mal gehört. Mhm. Weißt du, ich würde ja gern die Hühner und die Schweine füttern, aber ich weiß ja nicht wie. Da musst halt die Anna fragen, wie sagt ihr das dann schon? Ah, sag mal, schau auf. Guten Morgen, Anna. Na ja, die Schnäuze beim Aufstehen sind wir ja gerade nicht, gell? Ja, also meine Mama hätte die Tiere schon längst gefüttert, aber sie weiß halt nicht wie. Ja, das werde ich ja schon dann sagen. Sie hat erst mal gefrühstückt und andere mal weiter. Ja, aber. Nix, aber hier sitzt, ich bring gleich einen Kaffee. Hoho, Kiss. Hast du ein Problem? Nein, gar keins. Aber sag mir mal, kennst dich du jetzt mit der Anna noch aus? Du, wer weiß, was die Person schon mit deinem Schilde führt, der trau ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Jetzt, haben wir erst einmal einen Kaffee. Wir haben zuerst einmal anständig gegessen. Dann geht das Arbeiten gleich viel leichter. Danke. Darf ich die Damen darauf aufmerksam machen, dass sie auf dem falschen Platz sitzen? Wir sitzen immer so, wie wir es gestern ausgemacht haben. Habt ihr mich verstanden? Und jetzt lasst es euch schmecken. Ich sitze und esse. Anna, ich dachte, vor dem Essen wird gebetet. Aber doch nicht beim Frühstück. Ja, also, wisst ihr schon bald, was wollt ihr? Bitte, der reinste Hampelmann, auf und nieder, auf und nieder. Beim Mittagessen wird gebetet. Da rentiert es sich wenigstens. Aber auch die kleinste Speise ist eine Gabe Gottes, für die wir danken müssen. Also, ich glaube, ihr am Land müsst noch allerhand lernen. Mhm. Du, sag mal, Anna, wie ist jetzt das eigentlich? Du hast doch zu uns gesagt, zuerst das Vieh und dann der Mensch. Ja, die Hühner und die Schweine waren noch gar nicht gefordert. Die haben schon einen gefressen. Ja, aber das ist doch meine Arbeit. Ja, das mag schon sein, aber heute hab ich sie für sie gefüttert. Ach, ich mach meine Arbeit selbst.
So ist es ausgemacht und so bleibt's die ganze Woche. Ja, so wird's auch bleiben, aber ich hab mal gedacht, das mit dem Saustall. Ich meine, mit dem Schweinestall ausmisten, das wäre nicht so dringend gewesen. Wissen Sie, das war nur so eine kleine Gemeinheit von mir. Oh. Und darum habe ich halt die Arbeit für Sie gemacht. Das ist aber sehr anständig von dir, Anna. Mhm. Nein, ich will meine Arbeit selbst machen. Ist das klar? Ja, ja, alles klar. Wird nicht mehr vorkommen. Danke, Anna. Bitte schön. Ja, da hört sich doch alles auf. Ja. Wir arbeiten wie die Verrückten und die Damen sitzen natürlich beim Frühstück. Ach, bitte, bitte, mein Schatz. Danke. Na ja, so viel werden Sie halt auch noch nicht gearbeitet haben. Denn wie Sie in Stein ausgekommen sind, war die meiste Arbeit bestimmt schon erledigt. Sonst könnten Sie ja nicht schon wieder da sein. Also, das ist doch eine. Nein, reg dich nicht auf, Kurti. Das geht der Anna gar nicht so. Draußen schon auf dem Lio, gell? Mhm. Und wie geht's jetzt weiter in der Arbeitseinteilung? Ja. Wenn es weitergeht, mach folgenden Vorschlag. Du wirst jetzt dann das Vieh auf die Weide treiben. Ist ein schöner Tag heute, die Sonne scheint. Mhm. Das wird die Vieh gut tun. Ja, mir schon auch. Ja, du pass auf. Hm? Tu mir die Vieh jetzt nah an Grenze treiben, gell? Grenze? Ja. Da, wo ist denn da eine Grenze? Ja, die Grenze zu Österreich, weißt du das nicht? Ja. Ist die so nah? Ich glaube, beim Geografieunterricht hast du gefehlt. Ja, und in der Stunde, wo gutes Benehmen gelehrt wurde, haben Sie gefehlt, hm, Anna? 2:0. Bitte? Ah, nix, nix. Ja, aber ist das nicht sehr gefährlich mit dem Vieh so nah an der Grenze? Ah, wow, was soll denn da gefährlich sein? Es ist bloß so, die Österreicher wollen nicht, dass sie an der Grenze respektiert wird. Genau wie bei uns halt auch, gell? Mhm. Ja, und danach werden auch der Kurti und ich am Mist ausfahren, gell? Jawohl. Anschließend gehen wir zum Mähen und dann muss er das letzte heiraten, wenn es wieder wollen, gell? Ja, und bitte, was hab ich noch zu tun? Sie sind der Anna unterstellt. Die sagt ja da schon, was zu machen ist. Ja. Sind alle einverstanden mit meinem Vorschlag? Einstimmig angenommen. Auf geht's. Weiter gehen wir. Kim, jetzt. Ja, ich schlafen kurz daheim. Ja. Arbeit wird bei uns. Kim, gehen wir. Da kann man nicht mal mehr in Ruhe frühstücken. So, und ich geh jetzt an meine Arbeit. Mama, mach's gut. Ja, dir auch. Du, Anna, was gibt's denn heute zum Mittagessen? Wär's dann schon sein. Ah, recht. Lass uns überraschen. Du, pass auf dich auf, Moni. Ja, der Rimpfi erklären hier schon nix. So, und wir müssen jetzt als erstes mal die Mille in die Molkerei fahren. Mhm. Dann die Zimmer aufräumen, Koga, Kartoffelhäufchen. Bitte? Was Häufchen? Sagen Sie mal, kennen Sie das gar nicht? Nein. Kartoffel auf Häufchen. Jetzt passen Sie auf. Wenn jetzt da die Kartoffelstaude ist, dann müssen Sie die Erde um die Kartoffelstaude etwas in die Höhe hinauf haufeln, häufeln. Ich meine, damit es besser wachsen kann. Ja, ja, ich hab schon verstanden, Anna. Ja, und dann müssen wir noch beim Heiraten helfen, dann müssen wir kochen, dann haben wir noch einen Haufen Zeit zum Waschen und ja, dann ist eh schon wieder Zeit zum Abendessen herrichten. Ja, und einen Stall müssen wir dann auch noch gehen, gell? Ja, aber zu wenig Arbeit brauchen wir uns hier nicht beklagen. Na, drum habe ich mir gedacht, ich mache dir jetzt folgenden. Ich wollte sagen, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, Frau Falke Dingsdorf. Weißt was, Anna? Bleiben wir doch beim Du. Wir sind doch jetzt sozusagen Kollegen. Ja, ja, gern. Ja, ist mir eh lieber. Also, ich bin die Anna. Ist mir bekannt, ja. Ich bin die Helene. Also gut. Helene, ja. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Mhm. Du machst die Hausarbeit, also waschen, putzen, kochen. Und ich mach die Außenarbeiten. Hm? Sei mir nicht böse, Anna. Aber weißt du, die Hausarbeit, die mache ich da das ganze Jahr. So? Ich würde ganz gern die andere Arbeit erledigen. Kannst du verstehen? Hm? Ja, mir recht. Ich habe mir halt nur gedacht, weil die Hausarbeit leichter wäre als für die Bauernarbeit. Ja, ich hab's ja nur gut gemacht. Ich weiß, danke dir, Anna. So, also als erstes muss die Mille in die Molkerei gefahren werden. Ja. Sag mal, hast du einen Führerschein? Ja, natürlich. Und? Bist du schon mal mit einem Traktor gefahren? Mit was? Ach, ich meine mit einem Traktor. Mit einem Traktor? Mhm. Ich glaube nicht, nein. Nee. Na, aber ich denke, es wird ja nicht viel anders sein als mit dem Auto. Ja, wollen wir es hoffen. Also gut, gehst jetzt raus. Die Mille steht eh schon auf dem Anhänger drauf. Mhm. Der Peter sollte dann alles erklären.
Ja, und er sollte dann auch gleich den Weg zur Molkerei erklären, gell? Alles klar. Also, bis später, Anna. Vierte, Helene. Tschüss. Vierte. Ja. Ja, die Frau gefällt mir. Ja, die ist irgendwie so... so naturalistisch ist sie, ja? Ja, was wird da sein? Ja, ich komm gleich! Helene, lass doch gleich die Kühe und die Sau raus! Ja? Ja, ich komm ja schon. Was wird denn da in aller Herrgottsfrühe schon los sein? Ja, ich bin gleich da! Ja, hallo, hier Hollerhof, Anna spricht! Wer da bitte dort? Ah, du bist der Bayerin! Ich hab dir gleich gar nicht erkannt. Mit wem schreit denn da die Anna aus? Nein, ist alles in Ordnung. Wir haben schon eingewiesen. Ja, moin, Anna! Da lacht schon. Ach so, die telefoniert ja. Also, die schreit so laut, die braucht eigentlich gar kein Telefon. Die hört man weit genug, gell? Ah, da schau her. Die Frau Falkenstein fährt mit dem Traktor. Und wie geschneidig das drauf sitzt. Und der Herr Ingenieur, der radelt am Mist aus. Ja, jetzt hätte er einen Misthaufen weggehauen. Jetzt schaut er seine Schuhe an. Ja, die sind ja wahrscheinlich ein bisschen zu rutschig geworden, gell? Ah, jetzt kommt er rein. Oh, Bürgermeister? Ja? Ja, ja, das sind die ersten Anzeichen, wenn einer mit sich selber redet, gell? Was? Was ist? Tut er was weh? Du reißt dir ein bisschen zusammen, gell? Ich hab grad das Treiben da am Hof für mich kommentiert, nicht? Mhm. Sind fleißige Leute, gell? Ja, heute ist er erst der zweite Tag. Ja. Jetzt schauen wir halt erst einmal, wie sich das weiterentwickelt, nicht wahr? Ja. Ah, ja, übrigens, Bayerin hat gerade angerufen. Ja, es ist alles in Ordnung. Es gefällt Ihnen recht gut in der Stadt drin. Ja. Ja, und schöne Grüße soll ich euch ausrichten, gell? Na, ist schon recht. Geht ganz gut. Guten Morgen, ich muss mir den anderen Schuhe anziehen, mit denen rutsche ich mich auf Glatteis. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Morgen, Herr Ingenieur. Na? Wie geht's? Alles in Ordnung? Fragen Sie mich lieber nicht. Ihre Frau habe ich beobachtet, wie es mit dem Traktor die Milch in die Molkerei gefahren hat. Respekt, muss ich sagen. Respekt. Wenn sie nur wieder heim zurückbringt. Was? Also, wenn ich neben ihr im Auto sitze, bin ich immer nah am Herzinfarkt. Ja, nichts gegen meine Frau. Aber vom Autofahren, da hat sie herzlich wenig Ahnung. Ja, natürlich. Nur ihr Mannsbruder kennt Autofahren. Obwohl es erwiesen ist, dass ihr mehr Unfälle baut als wir. Es fahren ja auch viel mehr Männer Auto als Frauen, ne? So, aber jetzt pressiert's. Die Pflicht ruft. Ich glaub, er wird sich am schwersten tun mit der Arbeit da auf dem Hof. Wieso glaubst du das? Weil dieser so ein kleiner Pascher ist. Ja, der ist doch nur das Anschaffen gewohnt. Ja, richtig Arbeit hat der in seinem Leben noch nie viel. Ja, der wird auch seine Arbeit leisten, nicht? Naja, ich mein, so richtig körperlich gearbeitet hat der noch nicht viel. Bestimmt nicht. Das mag schon stimmen. Du musst halt ein bisschen Geduld haben mit ihm. Ich mit ihm? Ja, aber ich muss jetzt auch wieder an meine Arbeit. Wenn es was Besonderes gibt, ruft mich an, gell? Ja, ja. Schau her. Der Herr Spion ist auch schon wieder da. Da schau her. Hast du nachgeschaut, hä? Hast du nachgeschaut, ob alles läuft bei uns? Läuft wie am Schnürchen. Ja, hoffentlich bleibt es so, gell? Also, fährt euch, bis später. Ja, was? Was heißt da, bis später? Möchtest du vielleicht heute nochmal kommen, oder? Das ist gut möglich. Habt ihr vielleicht was dagegen? Ja. Ja, ich komme aber trotzdem, gell? Typisch Politiker. Kommt auch, wenn er nicht gewünscht wird. Sag mal, was ist denn mit dir? Bist du vielleicht mit der Arbeit schon wieder fertig, hä? Das geht überhaupt nicht so weit draußen schon auf Io, gell? Ich warte nur, bis der Traktor mit der Frau Falkenstein zurückkommt. Ach so, du hast schon recht. So, jetzt ist mir wohler. Warten Sie auf mich, Peter? Nein, ich mache jetzt eine kurze Pause und wenn der Traktor da ist, dann fahren wir am Mist aus. Darf ich da mit tun bei der Pause? Ja, hey, hopp, danke. Ja, schon wieder der Scheißkasten zugedurft. Oh. Übrigens, Bayerin hat vorher angerufen. Ja. Ja, es ist alles in Ordnung, soll ich euch ausrichten, danke. Gell? Ja, ich bin ja schon. Die können leicht sagen, dass alles in Ordnung ist, gell? Die brauchen nicht so viel arbeiten wie ihr. Tja, na ja, die Woche geht auch vorbei. Und dann beginnt für uns das Nichtstun. Ja. Hast du schon bereut, dass du so eine Art von Urlaub gewählt hast? Wissen Sie, Peter,
Bis jetzt waren wir irgendwo jedes Jahr am Meer gelegen und das war auch nicht das Wahre. Mhm. 3 Wochen lang in der Früh aufstehen, frühstücken, an den Strand rennen und in der Sonne grillen. Mittagessen, kein Appetit, weil zu heiß. Nachmittag wieder in der Sonne, umziehen, Abendessen, die Promenade rauflaufen, bisschen trinken, weil Durst, zurücklaufen und ins Bett, todmüde. Aha, waren wir länger im Ausland, oder? Ja. Ja, darum redest du komisch. Und am nächsten Tag dieselbe Leier. Und das 3 Wochen lang. Wissen Sie, Peter, da tut so ein Urlaub direkt gut. Ja. Da gibt's bestimmt keine Langeweile. Nein. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Meer noch nie gesehen. Mich interessiert's auch nicht, ich mag das Wasser sowieso nicht. Na, da haben sie auch nichts versäumt. Algen können sie auch hier züchten. Ja. Sie, Herr Ingenieur, geh weiter. Tragen wir mal schnell den Kiwi und Stein aus und schütten einen Saudruck rein. Kind, ja, weiter. Ja, bitte, bleib da, das geht dir gar nichts. Ach, das macht doch nichts. Ich hab doch Zeit. Doch, ihr habt Zeit, siehst du's? Sag mal, spinnst du ein bisschen, oder? Reg dich nicht auf, ich habe nur eine Ausrede braucht, dass ich ihn weiterbringe. Warum denn? Weil der Labatsch schon gerufen hat. Labatsch? Hm? Der Jochen? Nein, der Eisenbahner, der unten knapp an der Grenze Heisel hat. Was will denn der? Er hat gesagt, dass er beobachtet hat, wie unser Dirndl da unsere Kühe auf unser Felden untertrieben hat. Aber sie hat die so nahe an den Grenzwald hintrieben, dass beide mit dem Ausland drüben sein werden. Ja, und er hat jetzt keine Zeit, dass er es zurücktreibt, weil er selber in den Dienst muss. Er hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Herrschaft, Zeit, jetzt ist das Madl erst ein paar Minuten weg mit den Kühen und schon ist der Teufel los. Was mache ich denn jetzt? Der Traktor ist auch nicht da, dass ich da runterkomme. Ja, Peter, soll ich dir mein Radl leihen? Das nutzt doch nichts, ich kann ja nicht Radl fahren. Ja, weißt du was, dann ringe ich so runter, vielleicht erwisch ich es noch, gell? Ja, aber schnell, Peter. Ja, aber die Alten sagst du für nichts, nicht, dass sie sich recht aufregen, gell? Nein, nein, ich mach ja. Das schon, gell? Geh mir schon, Peter. Nein, du bleibst da. Monika, der Ding, sag dir, was zum Tor ist, ja. Gell? Ich muss mich schnell weg. Der hat's aber einig. Ja. Was gibt's denn so Wichtiges? Ja, Wichtiges. Wissen Sie, er hat gerade telefoniert und dann hat er dringend weg müssen. Mhm. Er hat gesagt, wir müssen warten, bis der Traktor zurückkommt. Und dann können wir den Mist auf den zweiten Anhänger draufladen und dann zeige ich Ihnen das. Aber wir müssen uns jetzt entschuldigen, ich muss auch schnell telefonieren. Jetzt laufen Sie mir auch davon. Na, nur keine Sorge. Ich bleibe Ihnen schon erhalten. Schöner Urlaub. Noch keine Zeitung gelesen, keine Nachrichten gehört. Man weiß überhaupt nicht mehr, was in der Welt draußen vorgeht. Entschuldigung. Ja, Kurt, was ist denn mit dir? Was ist eine Pause? Tja, von wegen Pause. Auf dem Traktor warte ich. Der ist da? Ja. Ich muss doch den Mist ins Feld rausfahren. Ja. Du, aber sag einmal, wie bist denn du überhaupt mit diesem Ungeheuer zurechtgekommen? Einfach super. So? Na ja, am Anfang hatte ich mit den Anhängern etwas Schwierigkeiten. Du, aber später lief es dann so, dass die Milchkannen auf den Anhänger nur so getanzt haben. Du, es hat richtig Spaß gemacht. Mir scheint, du hast überhaupt Spaß an diesem ganzen Geracker. Na ja, Spaß würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich füge mich in das von dir und deiner Tochter Beschlossene. Das ist alles. Ah, Helene, du bist ja schon zurück. Ja. Ist aber schnell gegangen, ha? Ja. Dann können wir das gleich mit mir dann anfangen, gell? Hat er was mitgebracht, Anna? Was, mir? Mhm. Ja. Ja. Ich geh da mal von Haus an, ja? Ja. Ja, aber Helene, es ist ja gar kein Anlass dazu. Weißt, ich wollte dir einfach eine Freude machen. Dazu braucht es keinen Anlass. Ja, aber warum denn? Warum? Schau, Anna, weil du ein ganz, ganz lieber Kerl bist. So, und jetzt räume ich die Küche auf. Und später sagst du mir dann, was ich noch zu tun habe, ja? Ja, ja, dann. Danke, Helene. Ja, sowas. Grieb ich Blumen. So ganz ohne Grund. Ja, das sind meine ersten Blumen. Ich habe meinen Lebtag noch nie Blumen gekriegt. Dafür habe ich sie als ersten Saustier ausmisten lassen. Oh, apropos Mist. Ich muss ja mal das sagen mit dem Mist. Weil so wie der ausschaut, fährt der Mist wieder ein Stein rein. Herr Ingenieur! Anna! Anna! Ach, da
schau her. Mein Kurt hoch zu Ross, beziehungsweise zu Traktor. Ja, schön. Langsam, Kurt, langsam. Das ist doch kein Rennwagen. Das ist ein Traktor. Ja, so schön. Rückwärtsgang. Wunderbar. Ankoppeln, ankoppeln, langsam. Nein, nicht so schnell. Oh Gott, das wäre zu beinahe der Anhänger hingewesen. Ja, jetzt wieder vorwärts. Wunderbar. Gerade ausschauen, Kurt. Nicht zurück. Es sieht dich ja jeder. Jeder bewundert dich. Mein Gott. Jetzt läuft's. Ja, schön langsam. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass mein Kurt mal mit dem Traktor voll Mist in der Gegend herumkutschiert. Aber so ändern sich die Zeiten. Nicht zum Glauben. Ja, du, Leni, ja, der Bürgermeister braucht halt einen Pass von der Monika. Sag mal, hat sie einen dabei? Passen? Ausweisen? Ja, ist irgendwas passiert? Nein, 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 es ist nur, weil die Monika an der Grenze unten auf unser Viech aufpassen muss. War es halt besser, wenn es einen Pass dabei hätte. Ja, also bitte hol ihn ja, schnell. Bitte bring den Ausweis, ja? Mhm. Komm gleich. Ja, ja, ist schon. Sag mal, wie ist denn das so schnell möglich gewesen mit den Kühen, ha? Ja, das ist ganz einfach. Ja. Das Dirndl hat das Vieh von Haus aus noch den Wald drin, ne? Mhm. Ein Sommergast hat dann ein Modellflugzeug gestartet und der Teufel war los. Ja, warum das? Ja, das helle Summer von dem Modellflugzeug, das haben die Viecher nicht vertragen. Ein Schwanz in Tee, nein, ein Wald, das Mädel ist ihnen nachgerannt und die Grenzverletzung war fertig. Waren natürlich sofort zwei Grenzen da und haben die Kühe und das Mädel festgenommen. Ne? Ja. Ja. Und wie sollte es jetzt weitergehen? Ja, überhaupt kein Problem. Der Peter hat das Vieh schon wieder rüber drin. Weißt du, wir haben eine gute Beziehung zu denen da drüben. Und fürs Mädel, da soll ich einen Ausweis vorbeibringen, da darf's auch wieder zurück. Mei, da wird aber die Monika ganz schön geschaut haben, wie die Grenzer vor mir da gestanden sind, ha? Überhaupt's nicht. Keine Spur. Die hat also da, als wenn das die normalste Sache auf der Welt war. Aber das eine sag ich dir. Die Jugend von heute hat bei Weitem keine so Grenzangst, wie es wir haben, gell? So, bitte, Herr Bürgermeister, da ist der Ausweis. Da ist der Ausweis. Bring ein Mädel sofort drüber, gell? Du, Anna, hm? Und es ist wirklich nichts passiert? Na, na, überhaupt nichts, so ein Blödsinn. Du, und du sagst mir auch die Wahrheit? Ja, natürlich, als ob ich lieren kann. Ja, schau mal in die Augen, Anna. So ein Unsinn. Na, die Scheiße. Na, also kurz. Mein Gott, wie schaust denn du aus? Lass mich doch in Ruhe. Also zum Lachen ist das ja nun auch wieder nicht, oder? Seid mir nicht besser, aber ich muss lachen. Weil ich habe nämlich genauso ausgeschaut, wie ich zum ersten Mal mit dem Traktor gefahren bin und umgeschmissen habe. Umgeschmissen? Oh mein Gott. Ich bin damals auch zu Fuß heimgegangen, weil ja Gott sei Dank nur der Traktor kaputt war und nicht ich. Ja, ich habe nämlich einen guten Schutzengel gehabt und sie auch. Das war wahrscheinlich der meinige, gell? Aber jetzt, die Hauptsache ist doch, dass ihnen nichts passiert ist, oder? Ja, jetzt vertrösten sie einen. Sie sind nicht der Erste und werden auch nicht der Letzte sein, der mit dem Traktor umschmeißt. Ja, danke. So, aber jetzt schau ich gleich mal, ob ich irgendwie die Sache in Ordnung bringen kann, gell? Das ist ja tröstlich. Mein Gott, Kurt, was ist denn überhaupt geschehen? Hm? Ja, du hast ja doch gehört, ihr habt euch ja dementsprechend lustig gemacht über mich, ja? Und? Hast du dir wehgetan? Nein, dieser Rollbügel hat das alles abgehalten. Es ist mir nichts passiert. Sieht aber ganz schlimm aus. Ist das aber nicht. Lachst du vielleicht? Nein, mein Schatz. Die Hauptsache ist doch, dass dir nichts passiert ist. Wie hat dir das überhaupt geschehen können? Wie hat das geschehen können? Ich fahre mit diesem Ungeheuer von Traktor in Richtung Feld, komme mit dem Anhänger vom Weg ab und so hat das geschehen können. Die Hauptsache ist, dass dir nichts passiert ist. Du, weißt du was, mein Schatz? Ja. Ich glaube, diese Art von Urlaub ist doch nicht das Richtige für uns. Wieso denn? Wir packen alles zusammen und fahren nach Hause. Kommt ja gar nicht in Frage. Ja, aber ja, du wolltest doch. Ich wollte ans Meer fahren, das stimmt. Aber schau, Kurt, jetzt sind wir hier und jetzt bleiben wir auch hier. Komm. In so einer Kleinigkeit gleich das Handtuch werfen. Wir wussten, dass es eine harte Woche werden wird. Aber, so aber wenn du den Urlaub abbrechen willst, bitte von mir aus, fahr doch du nach Haus. Ich bleibe hier. So. Lass mich doch nicht auslachen. Alles wieder in Ordnung.
Der Nachbar ist so lieb und stellt den Traktor wieder auf. Fürs, ja. Gell? So, dann kann ich jetzt gleich nach dem Essen schauen, dass das fertig wird. Und die Blumen können auch mal ins Wasser. Danke nochmal, Helene. Lass gut sein, Anna. Wie du das alles aufnimmst. Und ich hab mir Sorgen gemacht, wie du die Woche überstehst. Dabei machst du das mit einer Leichtigkeit. Und ich hab die Schwierigkeiten. Och mein Gott, Kurtchen, komm. Also eines weiß ich gewiss. Ich werde dich nie mehr unterschätzen. Ja, ja, dann hat dieser Urlaub etwas Positives. Ja. So, die Viecher sind wieder in diesen unserem Lande. Was ist mit meiner Monika? Monika, die kommt auch gleich. Ja, der Herr Ingenieur, da ist er her. Haben wir am Mist ein bisschen zu früh abgeladen, hä? Ja. Da ist er her. Fangen Sie nur auch noch an zum Spotten, ja? Ich spott ja nicht. Ich war bloß ein Spaß, weil ich mich so gefreut, dass ja nichts passiert ist, gell? Aber Herr Piet, ich möchte jetzt erst endlich wissen, was mit meiner Monika ist. Mit der Monika? Warum hat der Bürgermeister einen Ausweis gebraucht für Sie? Was? Was ist denn mit der Monika? Ja, die Monika, die hat eine kleine Grenzverletzung begangen. Was? Na ja, sie ist mit der Kirche über Grenzen übergekommen. Dann haben die Österreicher gemeint, das sind Spionin, dann haben sie es verhaftet, alle. Ja, davon, davon weiß ich ja gar nichts. Ja. Kurt, mir hat man auch nicht die Wahrheit gesagt. Ja, wir haben das nur verschwiegen, dass ihr euch nicht so aufregt, gell? Ja, und wo ist unser Kind jetzt? Wir müssen sofort zu unserer Monika. Nein, jetzt bleibt sie da, die Kind mit dem Bürgermeister. Aber eins muss ich euch sagen, ihr habt eine großartige Tochter. Wie die das alles geschaukelt hat, in aller Ruhe. Das hat sie vom Papa. Die Ruhe. Die Ruhe hat sie vom Papa. Hm. Na ja, da tust du leichter mit der Ruhe, wie mit Arbeiten, gell? Der Tag fängt ja gut an. Ja. Alles geht schief. Aber schau, mein Schatz, es ist doch alles ohne Schaden am Menschen Vieh abgegangen, ja, oder? Das ist die Hauptsache. So, da haben Sie Ihre Tochter. Na, Monilein, was war denn los? Komm, was ist denn los mit dir, mein Kind? Ja, viel Lärm um nix. Wie schaust denn du aus, Papa? Sag einmal, hast du ein neues Parfüm? Ja, Marke Odel. Was ist denn passiert? Er hat den Traktor umgeschmissen. Ja, also ich war jetzt da in dem sogenannten Ausland drin, gell? Und hab, und die Kühe waren also brav und sind wirklich brav mit mir wieder heimgegangen, ohne dass sie ein Wort geredet haben. Ja, ja, ich allerdings habe diplomatische Beziehungen mit den Ausländern geknüpft. Und ich glaube, ich werde bald wieder ins Ausland übergehen. Tja, sonst noch was. Papa, reg dich nicht auf. Diesmal mit einem Reisepass. Jawohl. Und ich komm diesmal mit. Nichts da. Ihr bleibt beide hier. Ach, na, ist wieder alles in Ordnung, ha? Ach, Anna, es war immer alles in Ordnung. Na, also, dann können wir bald essen. Ja, was gibt's denn kurz? Ja, einen Schweinsbraten mit Kartoffelknödel und Salat. Ach. Der reicht bestimmt schmecken, ha? Ah, was ist, Bürgermeister? Wolltest du auch ein Mittagessen, ha? Nein, ich bin daheim eingeladen. Ach so, dann ist er recht. Der Traktor steht wieder auf die Füße. Ja, so schlimm schaut er eigentlich gar nicht aus. Der Kurti schaut schlimmer aus. Also, ja, Ingenieur, dann machen wir es so nach dem Essen, die haben dann gleich einen Mist da hinfallen, wo er hingehört, gell? Da warte ich nicht bis nach dem Essen. Dann fahre ich gleich dahin, wo er hingehört. Nein, ich glaub, den Traktor fahr diesmal lieber ich. Ja, bevor er noch mal umschmeißt. Ja. Und ich helfe meinen Eltern. Gut, und nicht zuschauen, dabei will die arbeiten. So, wenn drei aus der Stadt arbeiten, dann muss wenigstens einer vom Land dabei sein, der wo aufpasst. Ja. Was ist, Bürgermeister? Vier Bürger und kein Politiker dabei, das geht doch nicht. Ja, geh weiter, nimm auch eine Missgabe in die Hand und misch dich unter das Volk. Das könnt ihr auch nicht schaden, gell? Nein, geht leider nicht. Weil einer muss für das leibliche Wohl der Untertanen sorgen. Ach du, spinner die Hähne, du! So, die Kühe sind versorgt, die Schweine sind aus dem Stall und das Federvieh ist auch versorgt. Jetzt gehen wir in Ruhe frühstücken. Oh, weißt du, Moni, ich bin schon so gespannt, was die zwei sagen werden. Ja, zu der Überraschung, dass wir heute die ganze Arbeit schon für sie erledigt haben. Ja, das kann ich dir schon sagen, was sie uns zur Antwort geben werden. Was, du? Jawohl, ich. Jetzt pass auf. Die Anna wird sagen,
Es könnt's noch länger da bleiben. Und der Peter? Der Peter. Der wird in den Stall rausgehen und wird sagen, jetzt muss ich erst einmal schauen, ob da alles in Ordnung ist. Meinst du wirklich, Moni? Wärst du sagen, Mama, da liege ich gar nicht so weit daneben. Du Moni, ich glaub, du kennst die Leute hier schon sehr gut. Hm? Du sag einmal, der Urlaub ist doch wirklich schnell vergangen, findest du nicht auch? Ja, schnell. Viel zu schnell, wenn du mich fragst. Weißt, Moni, es waren die schönsten Ferien meines ganzen Lebens. Was? Oha. Ja, ich hab das Gefühl, ich war zu irgendwas nütze, verstehst du? Mhm. Und die Arbeit an der frischen Luft war wunderbar gegen meine Migräne. Ja? Die ganze Woche nicht ein einziges Mal Kopfschmerzen. Echt? Super. Keine Tablette genommen. Mhm. Am Anfang, weißt du, ein bisschen Muskelkater. Ja. Das ist ein bisschen schon starken Muskelkater. Das war aber auch alles. Aber mir scheint, am Papa gefällt der Urlaub, glaube ich, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Es war aber seine Idee. Ja, nicht ganz. Weißt, die Grundidee, die stammt nämlich von mir. So. Ja, wie ich die Zeitungsannonce gelesen habe, da habe ich halt am Papa überredet, dass er mitmacht. Aber das hat er schon längst bereut. Das glaube ich auch, ja. Er macht ganz still und verbissen seine Arbeit. Er fügt sich sozusagen in sein hartes Schicksal. Naja, und seit dem Traktorunfall hat sein männlicher Stolz seinen kleinen Knacks bekommen, weißt du. Du sag mal, wann kommen denn eigentlich die Bauersleute zurück? Ja, ich glaube, sie fahren morgens weg und wollen sich auf dem Heimweg noch einiges anschauen, also müssen sie gegen Mittag da sein. Das ist ja wunderbar. Dann kann ich heute Nachmittag gleich noch meinen Ausflug über die Grenze machen. So? Um mich zu verabschieden. Aha. Das ist schon der dritte Besuch in dieser Woche. Der zweite. Der dritte? Der zweite. Beim ersten Mal war ich nicht allein, da waren ja die Kühe dabei. Naja, so kann man es auch sehen. Du Mama, aber ich sag das, der Piero. Piero? Ja, das ist der Grenzer, der mich da festgenommen hat. Piero. Mann, das ist ein fescher Kerl. Mhm. Hat das Studium? Und kommt aus einer sehr, sehr guten Familie. So, so. Mhm. Du bist aber auch schon sehr gut informiert, hm? Ich bin immer gut informiert über die Leute, mit denen ich zu tun habe. Aber das solltest du eigentlich wissen. Jetzt nur, dass ich richtig aber der wäre ich auch helfen, Tschür. Jetzt geht's mir gern da. Moin. Guten Morgen, Peter. Peter. Sag mal, wer ist denn das Luder, dem du was heimzahlen willst? Na, die Anna, das misst dich das. Also bitte, bitte, Peter. Was deine Ausdrücke. Da ist doch wahr, eh? Was hat's denn angestellt, dass du böse bist auf sie? Angestellt? Was die angestellt hat? Ich lieg noch ganz gemütlich im Bett. Was macht sie? Schützt mein Kiwi für Wasser ins Bett nicht. Ich rumpel natürlich auf, rumpel gleich meinen Koffer ins Nachkastel hin. Steh jetzt hier vor meinem Bett und sag ganz freundlich zu mir, lieber Peter, es ist endlich Zeit zum Aufstehen. Bis ich einen Pantoffel erwischt hab, dass ich ihn nachschmeißen kann, war sie schon draußen bei der Tür. Das ist passiert. Also ich kann mich so dunkel erinnern, dass ein gewisser Herr Peter das Fräulein Anna auf die gleiche Art und Weise geweckt hat. Ja, da hab ich auch was gehört. Das war ganz was anderes, gell? Ich hab der Anna den Kübel Wasser erst ins Bett geschüttet, wie es noch ein dritten Mal aufwecken noch nicht aufgestanden ist. Aber sie hat mich schon getauft, bevor der Wecker überhaupt geläutet hat. So schaut's aus. Ja? Sehr lustig, gell? Sehr lustig. Geh halt stehen aus zu den anderen Rümpfen hier. Du Peter, bleib da, das Vieh ist hier schon versorgt. Was, das Vieh ist schon versorgt? Ja, was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass das Vieh schon gefüttert ist. Ja, und Sie jetzt Platz nehmen und frühstücken können. Ja, und da heute unser letzter Arbeitstag ist, haben wir uns eine kleine Überraschung eifern lassen. Ihr habt wirklich das Vieh schon gefüttert? Ja. Alles. Moment einmal. Da muss ich erst schauen, ob da alles in Ordnung ist. Siehst du, Mama, was hab ich da gesagt? Du kennst die Leute hier wirklich schon sehr gut. Ist mein Rächer schon weg? Ja. Aber siehst du das? So sind's die Mannsbrüder. Schikanieren können sollen, und wenn man dann Gleiches mit Gleichem vergeltet, dann sind's stinkbeleidigt. Guten Morgen, ihr zwei Hübschen. Guten Morgen, Fräulein Anna.
Seid ihr aber heute schon früh aufgestanden, hä? Mhm. So, jetzt muss ich aber schnell die Uhr eine halbe Stunde vorstellen. Ja, warum denn? Ja, weil ich den Bäder um eine halbe Stunde früh aufgeweckt hab. Mit einem Kiwi Wasser. Und wenn er das merkt, dann wird die Rache fürchterlich sein. Oh, Anna, ich glaube, das hat er schon gemerkt. Das war nämlich nass. Ja, und wen dann? Dann werde ich mir anhand von der Uhr das Gegenteil beweisen. Oh. So, aber jetzt muss ich das Arbeiten anfangen, dass da was passiert. Bleib da, Anna. Hä? Die Arbeit ist schon gemacht. Bitte? Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Gnädigste. Kaffee. Zucker. Umrühren. Ja, komm, steig rein. So, bitte schön, Anna. Es könnte nur länger bleiben. Na, warum lacht jetzt da so? Weißt du, Anna, weil ich vorhin die Moni fragt, was du zu unserer Überraschung sagen wirst. Und was hat's gesagt? Das gleiche wie du. Ich könnte nur länger bleiben. Mir scheint, du kennst mich schon recht gut, hä? Ja, glaub schon. Also dann. Ja, sag einmal. Ihr habt ja wirklich das Viech schon gefordert, hä? Ja. Und nichts vergessen. Mhm. Ah, da schau her. Unser Wasserschneider sitzt auch schon da, hä? Sag einmal, was glaubst du? Was glaubst du, wenn du vor dir hast, dann Hans Wursten vielleicht, hä? Wie du mir, so ich dir. Was heißt da, wie du mir, so ich dir? Ah, das ist ganz was anderes, gell? Du bist ja nicht aufgestanden, noch drei mehr Aufwecker noch nicht. Da wird erst der Kimi Wasser reingeschüttet. Nein, nein, Peter, wie ich dich getauft hab, war deine normale Aufstehzeit schon längst abgelaufen. Ist überhaupt nicht wahr? Wahr? Ja, das gibt's ja nicht. Soll die tatsächlich verschlafen haben? Ja, mei, Peter, bist du auch nur ein Mensch. Und ich wär der Jüngste. Das kann schon sein, aber auf einen Wecker kann ich mich verlassen, gell? Ja, mein, der Wecker ist halt auch schon alt und wackelig. Genau wie du. Ja. Im Bett, jetzt machen wir es uns recht gemütlich, gell? Ja, von mir aus. Genau. Wenn's mit der geht, da schon. Aber wo ist denn eigentlich der Papa? Schlaft der noch? Nein, der ist schon lange auf. Aber er ist nicht mehr der Schnellste, weißt du? Das wissen wir ja. Guten Morgen! Guten Morgen, Schatz! Morgen. Ja, was ist denn da los? Ihr seid ja schon alle versammelt. Mhm. Ja, bin ich vielleicht zu spät dran? Mhm. Und also meine Uhr ist in Ordnung. Mhm. Ja, natürlich, die Uhr geht noch eine halbe Stunde vor. Ja, jetzt wieder. Ja, komm, Papa, setz dich doch jetzt ein bisschen her zu uns. Ach, da sitzt die hier. Ja. Frühstücken, Schatz. Und da hast du deine Zeitung. Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja. Was ist denn da so Geheimnisvolles? Ja, weißt du, da das heute unser letzter Arbeitstag ist, haben die Moni und ich uns ausgedacht, dass wir etwas früher aufstehen und die ganze Arbeit für alle erledigen. Ha. Ja, zur Feier des Tages, verstehst du? Hatte die Moni die Zeitung gebracht. Und jetzt können wir endlich mal gemeinsam frühstücken. Ja. Und für mich hat der Tag ganz anders begonnen. Mit einem Kübel Wasser ins Bett rein, gell? Und dann lassen wir die Uhr noch vier gestellt. Also ich mein, ich hab verschlafen. Ja, der Schwindel war überhaupt nicht aufgeflogen, wenn du nicht gekommen warst. Aber warte noch, gell? Und das alles auf nüchternen Magen. Bäderle, schließt mir Waffenstillstand. Wenigstens bis nach dem Frühstück, ha? Einverstanden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, gell? Du sag mal, Papa, du liest ja gar nicht deine Zeitung. Eine gewisse Anna hat mir in der Früh Zeitung lesen abgewöhnt. Höchst ein bisschen, was hat er schon gelernt? Heute ausnahmsweise erlaube ich es Ihnen. Zu gütigst, gnädige Frau. Aber wenn gnädige Frau gestatten, dann belasse ich es lieber beim Mittag. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Herr Geheimrat. Jetzt hört ihr mir auf mit einer blöden Zeislerei. Ich kann euch bloß eins sagen, die Woche ist schnell rumgegangen. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Ja, und der Bauer hat uns auch noch 500 Mark für die Mehrarbeit angeboten. Oh. Ja, aber die können wir jetzt noch gar nicht annehmen, Bäderle. Nur nicht übertreiben, die nehmen wir schon, gell? Auf jeden Fall hat mir der Urlaub so richtig Spaß gemacht. Dir doch auch, Papa, oder? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir das alles nicht so schwierig vorgestellt. Na,
Und ich habe mir alles viel schwerer vorgestellt. Und ich habe mir gar nichts vorgestellt und trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Trotz der Verhaftung an der Grenze. Ja, ja, gerade deswegen. Ja. Das sind nicht die Burschen da drüben, gell, Monika? Ja, kann man sagen. Gott sei Dank ist diese Woche vorbei. Und morgen machen wir drei einen Ausflug. Ja? Und abends gehen wir gepflegt zum Essen. Auf das freue ich mich. Wisst was? Und ihr zwei seid selbstverständlich eingeladen. Ja, zusammen, das wird ja nicht gehen wegen dem Hof. Aber Kurt, wir machen bestimmt einen zweiten Ausflug. Dann kann jeder einmal mit. Ja. Ihr seid natürlich beide eingeladen, das ist doch klar. Danke, gern. Wenn es zum Fressen geht, bist du die Erste immer. Ja, du kannst ja mitfahren, aber ich bin hier leider unabkömmlich. Ha, du, unabkömmlich, ja. Merkt mir eins, Anna. Ohne Traktor geht's nicht auf den Bauernhof. Ohne Stier geht's nicht auf den Bauernhof, ohne Kühe geht's nicht auf den Bauernhof, aber ohne die geht's, das merkst du. Oh. Aber böse. Was ist, Papa? Gehst du nicht zum Arbeiten? Ja, dann geh halt hier. Du, aber die Kühe bleiben auf der Wiese vorm Haus. Ich hab nämlich die Grenzwiese mit Jodel eingespritzt. Mit Jodel? Naja, die. Mit dem Fachhaus drückt die Beine auch noch ein bisschen mit Jodel. Der andere. Also, jetzt weißt du jeder, was gemeint ist, oder? Ja, Odel. Ja, natürlich, natürlich, Odel. So, und jetzt gehe ich auch wieder an die Arbeit. Mhm. Es muss ja schließlich alles in Ordnung sein, wenn die Besitzer zurückkommen. Natürlich, mein Schatz. Weißt du, Helene, eines weiß ich gewiss. Was denn? Mit dieser Art von Urlaub bin ich für die nächste Zeit bedient. So? Mir hat's aber Spaß gemacht und der Moni auch. Siehst du, und das hat mich überrascht. Also ich war der festen Meinung, du bist die Erste, die aufgibt. Da hast du dich gründlich in mir getäuscht. Da hab ich mich getäuscht. Also dann, bis später, mein Schatz. Bis später. So. Jetzt räumen wir mal zusammen. Ach du, Helene. Was denn? Was, dass mir das eigentlich leid tut, wenn's ihr da wieder als landwirtschaftliches Hilfspersonal aufhört. Ja? Nein, ihr habt uns eigentlich nie so richtig anmerken lassen, dass ihr was Besseres seid. Was Besseres? Mhm. Meinst wirklich, Anna, wir sind etwas Besseres? Ja, freilich. Schau her, du bist Lehrerin, dein Alter, ich wollte sagen, dein Mann ist Ingenieur. Na ja, und die Moni? Die studiert. Mhm. Ja, und? Schau, Anna, wichtig ist nicht, was der Mensch ist, sondern wie er ist. Bis später. Falls die Milch in die Molkerei. Tschüss, Anna. Was hat die gesagt? Wichtig ist nicht, was der Mensch ist, sondern wie er ist. Wir waren das, wie er ist, gemeint. Wichtig, was der Mensch ist. Was sind erst die Anna, hä? Ah, Bürgermeister, gut, dass du da bist. Ja. Also wichtig ist nicht, was der Mensch ist, sondern wie er ist. Sag mal, was heißt denn das? Das ist ein alter, wahrer Satz. Ach so. Du, pass auf, Anna, hast du eine Tasse Kaffee für mich? Ja, schau ich mal, ob noch einer drin ist. Jetzt geh her. So. Dankeschön, ich lang schon. Bitteschön. Wichtig ist nicht, was der Mensch ist. Jetzt pass auf, Anna. Wichtig ist nicht, ob ich Bürgermeister bin, sondern ob ich ein anständiger Mensch bin. Hast du das jetzt verstanden? Ja, ja, vollkommen klar. Ich bin doch nicht deppert, oder? Aber ein bisschen muss ich schon noch nachdenken. Ja, tu das. Wo sind eigentlich die anderen Leute? Ich hab nur die Frau Falkenstein gesehen, wie es mit dem Traktor die Milch in die Molkerei gefahren hat. Also derer sieht man direkt an, dass ihr das Ganze richtig Spaß macht. Ja, du, stell dir vor, wie wir in der Früh aufgestanden sind, haben die zwei Frauen schon die ganze Stallarbeit gemacht gehabt. Ja, und wir haben uns nur noch an den gedeckten Frühstückstisch setzen brauchen. Mhm. Ist doch nett, oder? Ja, ich glaub, die mengen euch. Ja, oder sie haben das aus lauter frei gemacht, weil es endlich vorbei ist. Du, pass auf, Anna. Hm? Ich möchte euch heute noch zu einem Abschiedsessen für die Gäste und einem Wiedersehensessen für die Heimkehrer einladen. Die und den Peter. Ja, man möchte's ja nicht für möglich halten. Was? Ja, erst kriegst du deinen Lebtag lang überhaupt keine Einladung. Und dann kommt eine nach der anderen daher. Ja, so eine nach der anderen? Ja, weil die Falkensteins mich und den Peter auch
eingeladen haben, bei einem ihrer nächsten Ausflüge teilzunehmen. Ach so. Siehst, Bürgermeister, ja, man reißt sich um uns, gell? Ja, aber trotzdem danke für die Einladung. Ja, ja, ich nehm's natürlich gern an. Das heißt, wenn die Bauhausleute nichts dagegen haben. Das lasst meine Sorge sein, gell? Das werde ich schon machen. Ja, zum Schluss wollen uns die auch noch einladen. Kann die doch nicht nachsagen, oder? Jetzt fang bloß nicht zum Übertreiben an, gell? War doch schön, mal gescheit gefunden. Ja. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Oh mein, Herr Ingenieur. Ich muss noch den Tierarzt anrufen. Der Peter hat gesagt, die braune Kuh wäre so aufgebläht. Ja. Warten Sie, Herr Ingenieur. Ich schau mir die braune mal an, gell? Da können Sie immer noch einen Tierarzt rufen. Ja, aber weiter, kommen Sie. Oh. Na, Gott, wenn Sie meinen. Kommt das auch noch daher? Das gangert uns jetzt gerade noch ab, wenn die Kuh noch krank hat. Ja, was ist er? Du bist ja. Du, Anna, glaubst du, dass ich heute Nachmittag noch mal einen Besuch über die Grenze machen kann? Oder haben wir noch viel Arbeit? Ach ja, richtig. Du musst ja nie über ihn. Richtiger diplomatischer Mission. Sag mal, du willst mich wohl auf den Arm nehmen, oder? Na, aber das stimmt doch. Du trägst doch was bei zur Völkerverständigung, hä? Ja, so kann man es auch sagen. Anna, was? Sie möchten doch bitte sofort den Tierarzt anrufen. Ja, ist gut, mach ich doch gleich. Monika, wir müssen die braune Kuh immer in Bewegung halten, hat der Bürgermeister gesagt. Sie darf sich auf keinen Fall hinlegen. Ja, soll ich mit der Kuh ausreiten? Ach, Blödsinn. Komm, hilf mir. Wir sind nicht eilig. Ihr seid in Eile, so. Wir haben es wirklich eilig. Was ist denn da los? So, das war erledigt. Was ist erledigt, Anna? Na ja, die Braune ist krank und braucht einen Doktor. Die Braune? Ja. Ja, dann ist da doch irgendjemand am Hof, den ich noch nicht kenne. Na, Helene, die Braune, das ist eine Milchkuh und braucht einen Viechdoktor. Verstehst? Eine Kuh. Ja, freilich. Und ich bin ein Rindviech. Dann gehe ich auch mal nach der Braunen schauen. Ja, vielleicht kann ja ich helfen. Ja. Naja, diese Fachsprache wird wohl für Eingeweide, Nicht-Eingeweide immer eine Fremdsprache bleiben. So, was machen wir jetzt mit ihrer Kuh? Ja, die muss was falsch erwischt haben. So. Also wenn das nicht besser wird, dann müssen wir einen Doktor kommen lassen, nicht? Der muss stehen, damit die Gase rauskommen. Ja. Ach du, was ist mit euch zwei? Möchtet ihr vielleicht schon eine Brotzeit? Brotzeit, nein? Nein, danke schön. Ah, habt ihr auch Angst, dass was falsch erwischt und eure Gase nicht mehr rauskommen? Ach, schau mal, einer kommt da. Das sagen wir mal. Das sagen wir mal. Das sagen kennst du das ja, gell? Telefon! Ja, ich sehe das. Sag einmal, ist heute wieder ein Grubel los? Hoffentlich kommt der Bauer bald heim, das kann ich ja sagen. Ausgerechnet jetzt passiert das, wo er nicht da ist. Ja, da kann niemand was dafür, nicht? Ja, er weiß, dass er selber, wer es ist, gell? Du Bürgermeister, was? Du sollst ans Telefon kommen, der Bauer ist dran. Ja, Herrschaftszeiten, was will er denn, wenn er heute sowieso heimkommt? Hat der aus der Stadt angerufen, oder? Nein, ich glaub nicht. Er hat irgendwas von einem Autounfall gesagt. Ich hab mich ja schon so schlecht verstanden. Ein Autounfall? Ja. Das ging uns gerade noch ab jetzt. Ja, Herr Peter, da sind Sie ja Gott sei Dank. Sie müssen unbedingt schnell in den Stall rauskommen. Die Braune, die hat jetzt... Was heißt denn? Jetzt weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Ja, sag's nicht einfach. Sie hat jetzt Stuhlgang. Ja, wenn die Braune einen Stuhlgang hat, da muss ich raus, dann muss ich schauen, wie viel das geschissen hat. Ja, die Stadtleute sind schon ein komisches Volk. Die Kühe haben Stuhlgang. Und sonst ist jedes zweite Wort scheiße. Also es ist wirklich zum Schreien. Stell dir vor, der Bruder hat einen Autounfall gehabt. Ja, Unfall zweiter. Ja, die Maria und der Urban, die sind ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja, und wie weit fällt's denn? Ja, der Bruder bleibt dort und wartet so lange, bis er weiß, was los ist mit den zwei, nicht? Mein Gott, und ausgerechnet heute hat unsere Urlaubsvertretung einen letzten Arbeitstag. So, sag einmal, glaubst du, dass die nächste Woche noch zum Arbeiten da bleiben dann, hä? Also, wenn ich alles glaub, das nicht. Na ja, wenn nicht, macht's auch nichts, gell? In unserer Gemeinde ist noch niemand in den Stich lassen worden. Weißt du was? Jetzt rede ich mal mit dem Peter, gell? Ja, tu das. Da findet man schon eine Lösung. Ja.
fix schon kommen. Meine zwei Einladungen sehe ich da vorschwimmen. Gibt's bestimmt keine Lösung nicht. Naja, ist ja auch wurscht, gell. Ja, die Hauptsache ist, dass bei dem Unfall nicht so viel passiert ist. Das war ja schrecklich. Also Anna, du Anna, die Braune ist wieder in Ordnung, hat der Peter gesagt. Jawohl, du, die Blähungen, die haben jetzt aufgehört. Es kann nichts mehr passieren, hat der Peter gesagt. Ja. Und dank unserer großen Bemühungen ist es gelungen, die Kuh zu retten, hat der Peter gesagt. Ja. Hat der Peter gesagt, hat der Peter gesagt. Ja, wo ist er denn, der das alles sagt, ha? Ja, er führt die Braune in den Stall, die ist ja durch und durch nass, der reibt sie ab. Die muss ja wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Und der Bürgermeister hilft ihm dabei. Also ein Viecherl ist schon auch mal große Schmerzen und kann keinen sagen, was ihm wehtut. Muss alles über sich ergehen lassen. So, könnte ich vielleicht jetzt irgendwas zum Trinken haben? Ja, soll ich ein Bier oder ein Glas Wein bringen, ha? Eine gewisse Anna hat mir mal gesagt, Alkohol ist während der Arbeit auch auf dem Bauernhof nicht gestattet. Also bitte ein Glas Milch dann, ja? Ja, manche Leute rennen viel, wenn der Tag lang ist, gell? Also gut, bring ich dir heute Milch. Gott, Anna, das mach ich. Ah, danke. Mei, dass ich nicht vergesse, ich muss euch ja noch sagen, unsere Bauersleute haben einen Autounfall gehabt. Was denn? Was denn? Autounfall, und was ist passiert? Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Jedenfalls ist die Bayerin und der Urban verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und der Bauer ist mitgefahren und wartet halt ab, wie schwer die Verletzungen sind. Ja, und was ist mit dem Auto? Das ist wahrscheinlich hier. Ja? Auto. Und tatsächlich, du, die Braune hat tatsächlich gescheit Stuhlgang gehabt. Gott sei Dank, dass Sie kommen, Peter. Sie bitte, können Sie mich für den heutigen Tag entsperren? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, die Hollers hatten einen Autounfall. Also bitte, können Sie mich entsperren? Ja, wer schon die und die? Ja, dann fahre ich natürlich sofort ins Krankenhaus. Wer weiß, die brauchen vielleicht Hilfe. Wo liegen die denn? Ja, der Bürgermeister hat gesagt, in München, im Rechts der Isar. Im Rechts der Isar, ja, dann fahre ich sofort nach München. Helene, komm, helf mir. Ja, ich helfe dir schnell, natürlich. Hat sich der in der Ruhe anziehen, oder was mitgehen muss? Also ich verstehe kein Wort, was ist denn da eigentlich los? Ja, unsere Chefsleute haben einen Autounfall gehabt und jetzt ist der Bauer mit reingefallen, weil Bayerin und der Urban ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Oh ja, der schaut, wie weit das fällt. Ich muss jetzt wieder aus den Stall, muss nach der Brauner schauen, wie es wieder geht. Um Gottes Willen, war das ein schwerer Unfall? Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Ha, ist das nicht ein Pech? Ja, aber zu dem Pech gehört das Glück, dass wir eigentlich da sind. Also, da soll ein Mensch verstehen, wie du das meinst. Ha? Ja, das ist doch ganz einfach. Wenn wir nicht da waren, ja, wer soll denn dann die Arbeit am Hof machen, oder? Ja, aber heute ist sogar euer letzter Arbeitstag. Ach, Anna, glaubst du wirklich, wir würden euch jetzt im Stich lassen? Ja, du und die Helene nicht, aber der andere halt. Weißt, Anna, mein Papa kann sein, wie er will. Aber jemand im Stich lassen tut er ganz bestimmt nicht. So, jetzt, Schatz, bist du schon fertig? Ja, aber natürlich. Moment, dein Sakko! Du, Papa, danke. Was ist denn jetzt mit unserem Urlaub morgen? Von wegen Urlaub. Arbeiten, mein Schatz, arbeiten. Und zwar so lange, wie die Leute uns brauchen. Oder ist jemand anderer Ansicht? Nein, alles klar, Herr Kapitän. Also. Papa, ich bin stolz auf die Bussi. Du, und fahr mal vorsichtig, gell? Na, ich fahr jetzt mit meinem Auto. Und nicht mit diesem Ungeheuer vom Traktor. Gott sei Dank. Warte, Kurte, komm mit. Na, was hab ich da gesagt? Ja, also alle Hochachtung. Ja, da weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll, gell? Siehst du das? Bleib du sprachlos, so gefällst mir am besten. Ach du, du Bläder, du. Jetzt sag einmal, dass ihr nie normal miteinander reden könnt, he? Das heißt doch nicht normal. Das ist doch normal. Unnormal war ja, wenn wir normal miteinander reden. So, mein Mann ist jetzt unterwegs, Gott sei Dank. Also ich muss sagen, Frau Falkenstein, das finde ich großartig von Ihrem Mann. Aber das ist doch selbstverständlich. Nein, so selbstverständlich ist das auch wieder nicht. Oh, für uns ist es selbstverständlich. Ja. Und was euren Urlaub anbelangt, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, gell? Ich habe mit Peter gesprochen und wir glauben, wenn ein Knecht von mir und vom Hupfer hilft, dann könnt ihr euren Urlaub so verbringen, wie ihr es geplant habt. Also das ist doch die Höhe, oder? Monika, Herr Bürgermeister, ja? Sie können von uns denken, was Sie wollen. Aber Menschen, die in Not sind, haben wir noch nie im Stich gelassen. Ja, aber bitte lassen Sie mich aussprechen, ja? Fremde Knechte auf dem Hof. Kommt doch überhaupt nicht in Frage, wo wir schon eingearbeitet sind. Und wir bleiben so lange, bis der Herr Holler uns sagt, dass er fremde Hilfe nicht mehr benötigt. Ist das klar, Herr Bürgermeister? Ja. Ja, dann ist es recht. Und jetzt gehe ich an die Arbeit. Weil irgendjemand muss ja arbeiten auf diesem Hof. Jawohl. Jawohl, Herr
Herr Bürgermeister, und den Worten meiner Mutter habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Was sagst du jetzt da dazu? He? Die zwei haben das sauber nicht gedruckt. Alle Hochachtung, muss ich sagen. Alle ja, von mir brauchst du keine Hochachtung haben. Ja, wer redet denn von dir? Von den Leuten rede ich. Ja, aber von dir auch gar nicht. Ja. Also ich muss sagen, die Leute nicht gefallen mir. Ja, du, übrigens, der Bauer hat gerade noch mal angerufen. Ja, ich hab gesagt, die Bayerin und der Urban können nach ambulanter Behandlung wieder heimfahren. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich hab zwar gesagt, dass der Herr Falkenstein gerade mit seinem Auto unterwegs ist zu Erna. Dann hat der Bauer gesagt, na ja, er wäre eigentlich ganz froh über diesen Vorschlag, weil er hat auch schon an diese Möglichkeit gedacht, gell? Aha. Ja, wenn es so gut rausgegangen ist, hat die eigentlich eine Zigarre rauchen, gell? Und ich gehe wieder an meine Arbeit, gell? Jetzt ist ja alles in Ordnung. Also, pfiat euch. Pfiat dich, du. Aber das mit der Einladung bleibt bei bestehen, gell? Ja, selbstverständlich. Du, sag einmal. Ist die vielleicht schon wieder vom Bauern, hä? Nein, das ist eine von mir. Das ist eine bessere Sorte. Habe ich vom Ingenieur gekriegt. Angeber.